Smarana, ihr Lieben, der Vollmond bringt uns in eine eigenartige Stimmung, in eine gereizte Phase. Man sagt auch emotionaler Herbstmond dazu. Und gerade weil jetzt der Vollmond eingerahmt wird von zwei Portaltagen, also einer vorher, einer nachher, haben diese drei Tage eine total interessante Energie, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Und am Ende des Videos werden wir auch die Mondköniginnen, die Mondgöttinnen anschauen und gucken, wie die uns beeinflussen oder unterstützen können. Also stelle sicher, dass du das Video bis zum Ende anschauen kannst, damit du auch alle Informationen bekommst. Und wenn dir mein Video gefällt, dann like es bitte. Wenn die Blätter so fallen, wie ihr sie jetzt im Hintergrund seht, hat man das Gefühl, wie wenn uns die Blätter sagen wollen, die Zeit ist gekommen, um sich jetzt zu verabschieden. Zu verabschieden vom Sommer und sich emotional auf den Herbst und Winter einzustellen, also auf eine Jahreszeit, die ein bisschen rauer ist und uns ja mehr abfordert. Das stimmt, ja, ein bisschen traurig, ein bisschen emotional belastend. Ja, man hängt an den schönen Tagen und man möchte eigentlich noch mehr Sonne genießen, noch mehr draußen sein. Wenn man aber jedoch jetzt mal das Glänzen der Blätter anschaut, das Glänzen der Herbstsonne oder jetzt an Vollmond, wenn ihr rausgeht und die Blätter betrachtet, wenn der Mond dann so auf den dunklen Wald scheint und die Blätter erhellt, da entsteht so ein besonderes Glänzen. Und dieses Glänzen, das sagt uns, schaue hin und schaue auf das Gute, auf das Positive, was du in dieser Zeit finden kannst. Und das sollten wir alle tun. Denn es ist schon so, dass uns jetzt der emotionale Herbstmond ja auch sehr reizt und dass es ganz schnell zu Streit kommen kann. Also es kann sein, dass die sehr hochsensiblen Menschen diese Energien natürlich intensiver spüren als andere und dadurch auch leichter gereizt sind. Und je nachdem, wie man jetzt so selbst in welcher Lage man sich befindet, ist der eine oder der andere sehr schnell gereizt und es geht ganz schnell zu Streit. Und das kann in der Familie passieren, das kann mit den engsten Freunden, auf der Arbeit, in der Politik, überall kann das passieren. Also diese Mondkräfte, sie wirken jetzt sehr intensiv in diesen drei Tagen gepaart mit den Portaltagen auf uns alle ein. Und dieses Aufwühlende, was ja durch so einen Streit geschehen kann, bringt uns oder kann uns oder sollte uns zum Nachdenken bringen, was ist denn jetzt nicht in Ordnung bei mir oder mit meinem Leben? Da kommen nachher auch noch die Mondgöttinnen ins Spiel, das erkläre ich euch gleich. Aber wenn wir jetzt dann in so einer Situation sind, wo es also Streit gegeben hat, bringt uns die Mondenergie auch noch dazu, uns mal zurückzuziehen, einfach mal so eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, okay, mir ist es jetzt alles zu viel, ich mag jetzt gar nicht mehr, ich nehme jetzt einfach mal eine Stunde Zeit für mich, wo ich zum Beispiel nichts tue oder einen schönen Kaffee trinke oder einen Spaziergang mache, was auch immer dir dann in den Sinn kommt, das solltest du auch tun, denn es ist die Zeit des Rückzugs, das ist die Zeit, die dir Kraft gibt. Kraft gibt, dein Leben nochmal zu überdenken. Und vielleicht hast du ja gerade eine Entscheidung, die du fällen sollst und nicht weißt, ja oder nein oder was soll ich denn tun? Ja, es gibt ja wichtige Entscheidungen, die jetzt gerade in der aktuellen Zeit uns sehr herausfordern. Und dann wäre die Zeit des Rückzugs für dich eine sehr wertvolle Zeit, weil du da die Kraft findest, in dir selbst,
in den tiefsten Gründen deiner Seele herauszufinden, was für dich wichtig ist. Also nutze diese Stunde oder den halben Tag. Du kannst es ja so machen, wie du möchtest. Du kannst den Rückzug so lange kreieren, wie du möchtest. Und du wirst in dieser Zeit des Rückzuges sehr kreativ sein. Du wirst eine Kreativität entdecken, die dir Impulse gibt für die Entscheidungen oder für ganz andere Dinge, für Dinge, die vielleicht schon lange in deinem Leben anstehen, die du unbedingt geändert haben möchtest. Das ist die Gelegenheit, jetzt diese Energie vom Vollmond im September zu nutzen. Und übrigens, wir werden ja nachher auch eine Mondmeditation machen. Und wenn du das Video später anhörst, wirst du die gleiche Energie vorfinden wie jetzt, wo es aktuell ist. Also du kannst jederzeit immer wieder in diese Energien eintauchen und der Kraft holen und zum Beispiel diesen Rückzugsort zu nutzen. Das ist bei Channelingen so, weil die Energien, sie sterben ja nicht, sie sind immer lebendig. Deswegen sind sie auch da und werden immer im Video sein. Ja, und wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal. Ich bin CEO von der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und arbeiten in der Bewusstseinserweiterung und Heilung. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann like sie und abonniere mich, denn damit unterstützt du mich und das ist ja kostenlos. Ja, und jetzt schauen wir nochmal in die Nacht vom Vollmond, weil diese Nacht vom Vollmond ist in zwei Teile tatsächlich aufgeteilt. Der erste Teil ist von der Energie der Fische, also vom Sternzeichen der Fische geprägt, sehr gefühlvoll und tiefgängig. Und der zweite Teil ist vom Sternzeichen der Widder geprägt, aufbrausend, kämpferisch. Und so hast du also, je nachdem, welche Affinität du jetzt zu diesen beiden Sternzeichen hast, möglicherweise die Energie vom Fisch, die dich sehr beeinflusst, oder die Energie vom Widder, die dich sehr beeinflusst. Und wenn du aber jetzt weißt, dass es daran liegt, kann man auch wieder besser damit umgehen. Und der Widder ist natürlich er ist stur, er will sich durchsetzen und da kommt dieses Streitgefühl, ja, diese Emotion sehr hoch, die vielleicht durch den Fisch schon angeregt wurde, diese Emotion, diese Tiefgründigkeit, und die bringt dann den Widder zum Explodieren sozusagen. Also mit diesen Energien haben wir es zu tun, und je cooler wir damit umgehen, also je gelassener wir damit sind, umso einfacher werden wir durch diese drei Tage hindurchkommen. Jetzt gehe ich mal auf die Mondgöttinnen ein und danach gucken wir die Portaltage an, weil die spielen auch eine ganz große Rolle. Und irgendwie hat mich das so erstaunt, weil alle drei so gut harmonisch zusammenarbeiten, dass es ja schon fast unheimlich ist. Aber das ist wieder der Beweis, dass ja, wenn die geistige Welt uns etwas zur Verfügung stellt, und in dem Moment stellt sie uns ja an den drei Tagen Energien zur Verfügung, dass da eine sehr hohe Intelligenz dahinter liegt, die wir als Mensch niemals mit unserem derzeitigen Verstand erreichen können. Und zwar haben wir Kuan Yin. Kuan Yin ist verbunden mit der Fischenergie und sie ist eine ganz liebevolle, barmherzige Energie, die uns einfach auch Mitgefühl und Kraft gibt. Ihr Name bedeutet, die Töne der Notleidenden hört. Und das ist ja schon eine ganz tolle Energie, die dich in den Arm nimmt, die dich einfach tröstet und auffängt. Also wenn es dir jetzt emotional ein bisschen schlecht geht, dann rufe einfach Kuan Yin und lass dich von ihr trösten. Sie ist sehr präsent jetzt in diesen drei Tagen. Und wer auch noch sehr präsent ist, und zwar beginnt das in der Mitte des
in der Mitte der Nacht des Vollmondes oder so ein bisschen mehr zum Morgen hin, kommt die Energie von der Amazone. Und die Amazone ist natürlich sehr rebellisch. Sie ist sehr männlich und gefährlich. Die Amazone ist sehr gefährlich und bringt das Ganze so ein bisschen, ja, in eine gereizte Phase, in eine präsente Phase hinein. Und die Amazone ist in der Lage, eine neue Ordnung herzustellen. Das heißt, sie ist in diese Kraft, diese Energie ist in der Lage, das, was gerade jetzt an Ordnung, ich beziehe mich mal auf die Gesellschaft, weil die Energien wirken ja nicht nur in dir persönlich, sondern auch im Großen, also so wie im Kleinen, so auch im Großen. Und wenn man da jetzt gleich mal auf die Gesellschaft schaut, hat die Energie der Amazone die Kraft, die Ordnungen, die aufgestellt wurden, die ganzen Beschlüsse, die Einschränkungen, alle auf den Kopf zu stellen. Also es ist eine sehr starke rebellische Energie, die am 21.09. in der Mitte der Nacht erwacht, präsent ist und genutzt werden möchte. Also die Energie der Amazone kann die Weltordnung ändern. Jetzt liegt es an dir, ob du dich mehr zu Kuan Yin hingezogen fühlst oder zur Amazone oder ob du tatsächlich zuerst in der ersten Hälfte dir die Kraft von Kuan Yin holst, dich trösten lässt, deine Wunden heilen und dann aufsteigst und mit der Amazone losreitest und das Schwert schwingst und alles in eine neue Ordnung hineinbringst. Das gilt jetzt tatsächlich für dich persönlich in deinem kleinen eigenen Leben und es gilt für die Gesellschaft, für das Kollektiv im großen Leben, also vom Kleinen zum Großen. Das ist ja das Prinzip der göttlichen Ordnung und das wirkt hier enorm. Also es wird sehr viel aufwühlen und es werden sehr viele Energien auch miteinander kämpfen, weil die kämpferische Natur der Amazone, die ist jetzt einfach als Energie da und sie ist sehr greifbar. Du kannst dir für dich überlegen, was du ja mit dieser Energie machen möchtest, wie du diese Energie nutzen möchtest. Das ist ganz wichtig. Und dann haben wir ja, jetzt kommen wir mal auf die Portaltagsenergien. Der erste, also der Portaltag vor dem Herbstmond ist ja der 20.09. und der bringt das universelle Feuer. Er bringt dir Energien der Erleuchtung für dein Leben. Also das heißt auch, wenn du in der Zeit des Rückzugs dich befindest, hast du die Kraft des Portaltages, der dir Erleuchtung bringt, also der dir die Kraft gibt zu entscheiden. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass du leichter Entscheidungen treffen kannst. Da wirkt wirklich auch der 20.09. noch mit und gibt dir dieses Feuer, dieses einfach diese Kraft des blauen magnetischen Adlers, weil der Adler, der schwebt ja über den Dingen, der hat haarscharfe Augen, der kann sehr genau zielen, der weiß, was er will. Und diese Energie bringt uns der Portaltag. Und also das ist praktisch die Vorwehe vom Herbst. Mond, ein Tag vorher wirst du schon in diese, ja, in diese Klarheit hineingebracht, wirst schon in das Feuer hineingebracht, dass du dann, wenn der Vollmond ist, deine Entscheidung treffen kannst, wie soll jetzt dein Leben sein? Also sehr, sehr spannend. Und dann haben wir den 22.09., das ist ja der Tag nach dem Vollmond, das ist der Tag der Kommunikation. Also es ist eine gute Kommunikation möglich. Das heißt, wir können das, was alles hochgekommen ist, alles, was uns ja diese Tage so verrückt gemacht hat, wo wir gekämpft haben mit der Amazone, das können wir dann kommunizieren und unsere Absicht erkennen. Also der 22.09. bringt uns die Kraft, die eigene Absicht zu finden und zu verstärken. Das ist ganz wichtig, denn wenn wir mit der Klarheit ein Ziel
und eine Entscheidung getroffen haben. Dann brauchen wir noch die Absicht dazu, um das dann auch zu verwirklichen. Es gehören ja immer nach der Entscheidung der Schritt der Tat dazu. Und das bringt dir der 22.9. Also du wirst richtig elektrisiert von einer Kraft, die dich dann vorantreibt. Und wenn wir jetzt diese 3 Tage zusammen betrachten, da kann man nur sagen, wow, was für ein tolles Geschenk der geistigen Welt, so viel Unterstützung zu erhalten und so viel Kraft daraus schöpfen zu können, um unser Leben im kleinen Sinne zu verändern, neu zu ordnen, aber auch im großen Sinne, in der Wirtschaft, in der Politik. Und ihr wisst, es steht einiges an. Und in meinem anderen Video, wo ich spreche, dass es entlarvt wird, wo ich euch erkläre, um was es alles geht, wenn ihr diese Kenntnisse aus diesem Video nutzt und jetzt mit der Energie dieser 3 Tage betrachtet, dann erkennt ihr, dass jeder einzelne Mensch von uns so viel Kraft hat, so viel ermöglichen kann. Es fehlt nur der letzte Schritt der Tat, der Verwirklichung. Das wollen uns diese 3 Tage sagen. Und ja, ich danke der geistigen Welt für diese wundervollen Energien, denn sie sind phänomenal einzigartig. Und so kommen wir aus dieser gereizten Phase gut raus. Ich hoffe, ihr habt es genossen, was ich euch erzählt habe. Denn jetzt werden wir gleich ja zu dieser geführten Herbstmond-Energiephase-Meditation-Channeling hineingehen. Ich habe kein richtiges Wort dafür. Ich werde mich leiten lassen von den Energien dieser 3 Tage, werde auch die Amazone und die Kuan Yin mit hineinnehmen und einfach mal gucken, was das für eine explosive Energie ergibt, die ich euch jetzt gleich schenken möchte. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Ich sprühe mich noch ein mit Kundalini heute, weil wenn schon Feuer, dann richtig, oder? Ja, sehr waghalsig, ich weiß. Aber so soll es sein. So öffne ich, Monika Nerianna, meinen Kanal und richte ihn aus in die Portaltagsenergien und in die Herbstmondenergie. Ich bitte gleichzeitig um Schutz und lade die Energien ein, mir die Worte zu vermitteln, welche jetzt gerade richtig und gut für uns alle sind. Und so lade ich dich, lieber Mensch, auch ein, teilzunehmen. Geliebter Mensch, geliebter Lichtarbeiter, sogleich mit deiner Anwesenheit öffnet sich die Energie des Mondes. Und sogleich erscheinen die Energien von Kuan Yin und der Amazone. Der Mond beginnt sanft zu leuchten. Und mit dieser Sanftheit möchte er dir sagen, du kannst und darfst so viel Energien von mir bekommen, wie es gut für dich ist. Du kannst mir auch sagen, ein wenig mehr Energie oder ein wenig weniger Energie.
dann wird es so sein, wie du möchtest. Und so bitte ich dich nun, deine Augen zu schließen und dich in die Liebe meiner Worte fallen zu lassen. Denn mit der Liebe werden wir uns Quan Yin, der Mondgöttin, zuwenden. Wir werden die Energien der Barmherzigkeit und der Liebe erhalten, Trost und Mitgefühl fließt jetzt zu dir. Und so darfst du alles, was auf deiner Seele lastet, jetzt loslassen. Denn die Energien von Quan Yin nehmen dir diese Last voller Freude ab. Und so übergebe dein Päckchen, deine Lasten voller Dankbarkeit diesen Energien der Herbstmond. Schimmert golden. Er vermittelt dir, dass du alles, alles Schöne selbst für dich kreieren darfst und dass du, da du jetzt von deinen persönlichen Lasten befreit wurdest, dich einfach fallen lassen kannst und öffnen kannst für die Energie der neuen Kreation, der Kommunikation. Beginne nun mit deiner Seele zu kommunizieren und beginne herauszufinden, was für dich wichtig ist. Spüre, ob du ein Rebell bist. Spüre, ob du die Ordnungen ändern möchtest oder ob du neue Ordnungen für dich kreierst. Spüre deine Kraft und nimm deine Kraft an. Die aktuellen Energien unterstützen dich und sie werden immer hier in diesem Video sein. Und so hüllt dich ein die wohlwollende, beschützende Energie, als auch zur gleichen Zeit die rebellische Energie, die alles verändert. Treffe deine eigene Entscheidung, wie dein Leben sein soll, und nutze diese Energien, die einzigartig sind. Nutze die Energien, welche dich jetzt aus dieser gereizten Phase hinausführen werden, welche dir Kraft geben werden, zu erkennen, wer du wirklich sein möchtest. Der Herbstmond strahlt nun kraftvoll auf dich hinab. Er überträgt dir Kraft. Vielleicht kannst du diese Kraft spüren, denn es ist diese Kraft, welche dich unterstützt für die nächsten Tage. Und so bitte nun deine Seele, all diese Energien, die dir gut tun, in dir zu verankern, sodass du immer auf diesen Energien aufbauen kannst,
und zurückgreifen kannst. Und so wird es auch geschehen. Und so bekommst du ein großes Lächeln. Und so lächle auch du zurück, denn es ist geschehen. Es ist geschehen, im Kleinen sowie im Großen. Und gesegnet sei dein Licht. Ich verabschiede mich von allen Energien und bedanke mich sehr dafür, dass ich als Kanal dienen durfte. Und ich danke auch dir, dass du heute hier warst und ich dich beschenken durfte. Und so komme in deiner Geschwindigkeit wieder auf die Erde zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Smarana, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ganz viel Energien bekommen und seid jetzt guter Dinge, kraftvoll gestärkt und bereit für das, was jetzt kommt. Ich umarme euch ganz liebevoll und ein Küsschen noch bis zum nächsten Video. Bis dann, Smarana.